Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Champions of Regnum Let's Play. Wir müssen mal schauen, wie viele Leveln. Also hier ist eine. Dann hier vorne sind es vier ungefähr, wenn nicht einer weg ist. Aber vor allem, ich kann jetzt momentan, es ist ungefähr 9:30 Uhr morgens, nicht mehr leveln. Es sind einfach so viele Spiele momentan motiviert wegen den Events zu leveln und vorwärts zu machen, dass ich kaum dazu komme, ja, für euch die Videos vorzubereiten, ein bisschen Updates zu machen zwischen den Videos. Ich nehme jetzt auch spontan auf, weil ich denke, ihr habt es verdient, mehr Videos zu haben. Also hier ist der Metal Warrior, der hat mir immer wieder Gegner geklaut. Der Ereborg 2. Und die anderen haben wahrscheinlich schon aufgegeben wieder. Es war noch ein Beschi und ein Schützen. Ja, dann hätten wir alle Klassen bald, noch ein Ritterfeld und ein, ja, einen anderen Beschi, genau. Aber es ist Wahnsinn. Ich wollte einfach mal wieder morgen können leveln, damit ich eben auch, ja, gut weiter bin. Aber nö, scheinbar geht's nicht. Was wir heute machen, ist das Event nochmal. Ganz komplett zeigen, denke ich mal. Es geht nicht. Also es ist nicht mehr so schwer. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das Event geht und deshalb möchte ich es gerne mal nochmals komplett zeigen. Wenn es noch geht, also wenn wir noch die Quest bekommen. Sonst einfach Gargoyles jagen, klar. Und damit haben wir mit Level 47 keine Chance, da irgendwie etwas abzufarmen. So viele wie möglich zu besiegen. Es ist halt eine Jagd und das macht irgendwie nicht Spaß, weil so viele Spieler halt alle schon relativ schnell töten und so. Es müssen einfach hunderte bis tausende mehr sein. Oder schneller wieder respawnen, so alle 5 Minuten oder 2 Minuten 50, 30, oder? Aber ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, das Event war halt für viele Leute nicht so gut. Das schreibt jemand Spanisch. Funktioner heißt Funktion, das weiß ich. Also jemand kommt wahrscheinlich nicht raus mit einer Funktion von, also irgendwas Spiel funktionierendes. Jo, da ist das Event. Gut. Nehmen wir natürlich an. So, gleich mal durch. Was meiste das raus? Ja, der Meister des Todes. Noch schlimmer. Ambar. Jo, also Regnum geht's eigentlich wieder gut von den Spielen her. Jetzt hoffen wir, dass von den Entwicklern auch noch etwas kommt. Aber ich denke schon. Weil nötig ist es schon. Es wurde am November oder sogar früher, August, Juni oder so, noch viel früher, angekündigt, es kommt eben diese Insel für Level 60er. Also es ist für Level 30, das war ungefähr im November, wo das abgedatet wurde, oder im Oktober. Aber dann kam nichts mehr. Also es kamen noch ein paar Verbesserungen, also ja, Hotfix-Status eher. Aber so richtig kam ja nichts mehr, oder? So wie ich informiert bin. Ich schaue jetzt mir einfach auf Steam die News an und dort sind eher weniger News. Also die haben mir einfach mal, ja, den Kontakt zur Information gekappt, weil ich gesagt habe, das Spiel würde das nicht wert sein. Also, ja, nein, das habe ich gesagt. Ich muss noch gar kurz erinnern. Ich habe gesagt, dass einfach das Event so nicht geht, wenn wir so wenig Spieler, so viele Spieler sind und so wenig Gargoyles. Und habe dann noch gesagt, ja, die Qualität ist halt echt nicht gut. Und dafür werde ich gebannt. Also, ja, wirklich gebannt eigentlich. Also ich komme noch rein, aber ich kann nichts lesen. Und das ist schon irgendwie komisch. Ich bin ja einer, der wirklich nicht schlimm kritisiert. Es gibt Leute, die kritisieren nach ein oder zwei Tagen Regnum-Spielen schon, dass... Also auf Steam sind die Feedbacks, die
Oh, ich habe wieder keine Quest. Okay, wir müssen das zuerst fertig machen, scheinbar. Also auf Steam sind vernichtende Feedbacks. Vernichtend. Kann sie gerne mal ein bisschen lesen, aber das würde euch wahrscheinlich. Wieso habe ich jetzt zwei Quests? Also ich muss die Anfänger-Quest zuerst machen, die habe ich mit dem Beshi nicht gemacht. Ja, okay. Werden wir noch ein bisschen aufgehalten, weil so blöde. Ja, geh zu dem und rede mit dem. Es muss nicht sein. Die Qualität könnte besser sein. Ja. Aber eben. Regnum ist eigentlich Warzone. Warzone macht Spaß. Das andere, vor allem das Kampfsystem, könnte noch besser sein. Das Questsystem, das Motivationssystem, ohne viel grinden zu müssen. Und so könnte besser sein. Aber alles andere, also Warzone, ich finde irgendwie die Grafik auch richtig hübsch. Überfordert nicht meine Zellen, Hirnzellen oder Augenzellen vor allem. Und ja, es ist echt ein spannendes Spiel. Es muss ja nicht immer so ein mega schnelles Spiel sein, oder? Ich finde so viele Sachen super. Einfach auch das Itemsystem, dass man jetzt nicht immer so mega gefeedet wird durch Items. Und ja, die verschiedenen Monster, wirklich. Es ist für mich eigentlich eines der perfektesten Spiele, die es auf Erden gibt. Also auf allen Konsolen und Brettspiele auch noch mit eingenommen. Es ist einfach wirklich für mich selber mega hochqualitativ. Aber für andere scheinbar nicht, oder? Und trotzdem muss ich halt immer ein bisschen nörgeln, weil man will ja einfach zu seinem besten Spiel auch das Beste haben. Da müssen die Entwickler endlich mal vorwärts machen. Also tut mal ein bisschen die Entwickler auch ein bisschen necken. Sie müssen irgendwie aufwachen, endlich mal etwas zu machen. Weil sonst gebt ihr Geld aus, Geld aus, Geld aus. Dabei müsstet ihr eigentlich gar kein Geld ausgeben, wenn die Entwickler es besser machen würden. Also ihr tut eigentlich nur den Entwickler feeden und die machen nichts für dich. Das ist das Hauptproblem, das ich einfach habe und deshalb auch ein bisschen mehr nörgle. Aber in einem guten Spiel tut man auch immer wieder halt ein bisschen schlecht. Ich finde das immer so toll, die so mega AFK sind. So. Aber es macht ihm ja nicht, das sind gleich Minuten. Okay, nicht im Ernst. Jetzt müssen wir diese Rohstoffe sammeln. Wir werden gezwungen, das zu machen. Das habe ich mit dem Baba auch nicht gemacht, aber eben. Das brauchen wir ja nicht. Wir gehen an den Strand, weil hier gibt es sehr wenig. Ja, vielleicht hier oben eher. Ja, hier gibt es wenigstens die. Aber die Pilze gibt es am Strand. So oft, dass ihr das eigentlich sofort gemacht habt. Okay, da oben hätten wir auch noch einen. Ja, es gibt noch viele Spiele, die einfach diese Quests nochmal machen, wenn sie gehen, wiederholbar sind. Diese kleinen Tutorials und nicht Gargoyle töten, das machen die Profis, die die ganze Zeit irgendwie etwas gewinnen wollen. Glücksspielsuchtis. Ich bin wohl einer der am wenigsten Glücksspielmachenden auf Erden. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie Glücksspiel gemacht. Einfach mitgeschaut bei meiner Mutter, die hat immer gesagt: Spiel Lotto, dann wirst du reich. Und jetzt, 30 Jahre später, sind wir immer noch nicht reich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Lotto gewinnt, ist so ultra gering. Ihr glaubt's nicht. Man sagt ja, glaube ich, es ist so gering, wie vom Blitz getroffen zu werden. Und ich habe schon tausende Male im Blitzgewitter Fußball gespielt und wurde noch nie vom Blitz getroffen. Also, ja. Ich bin halt einer, der macht alles. Und ja, wenn ich nicht vom Blitz getroffen werde, werde ich auch nicht im Lotto gewinnen. Fertig. Und deshalb mache ich so Gewinnspiel oder Wettrennen, Turniere auch nicht. Vor allem auch nicht PvP. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mal gewinne, dann mache ich trotzdem nicht weiter. Ja, das ist eine Megasucht, oder? Es ist einfach viel zu süchtig machen. Also ich kann jetzt mal kurz ein paar Updates machen. Jetzt möchte ich gerade nicht zu den Pilzen laufen.
Einfach mal kurz hier auf Diskussionen, Shopseite. Ausgeglichen ist es immer noch, okay. Es bleibt bei ausgeglichen. Hab das Spiel nun ca. 7 bis 8 Jahre intensiv gespielt und muss nun endgültig und ganz entschieden davon abraten. Ah, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Das sind einfach immer wieder die besten Trash-Game. Okay. S. S-Game. Sound 6, Graphics 6, Story 7, Gameplay 7, Comments 6, Fun 6, Time to Load, Lag 6, 5, Bugs, Problems 5, Final, My Score, My Rules, das ist noch Muff, Punk 4. Okay. Great Game, where you have to think. Okay, das ist, ja. Herzchen, Ink, Gold, empfehlenswert, großartig, mit Freunden, am schönsten, hat was von wo. Kindheitsspiel, Herzchen. Das ist auch wieder positiv. Also ich habe jetzt so, ja, ich glaube 3 negative und 2 positive gesagt. Und trotzdem ist es ausgeglichen. Kann ich einfach mal sagen, dass es wenigstens wirklich noch wirklich nette Spiele gibt, die auch, ja, jetzt nicht unbedingt ein Hate dalassen müssen. Und das zeigt eigentlich auch, dass es schon genug gut ist, wie immer. Darum lebt ja auch Regnum noch. Wegen euch, oder? Weil ihr so ausgeglichen seid. Ihr müsst nicht positiv sein. Es ist ja sowieso am besten, ein neutraler Zocker zu sein, der alle Spiele neutral sieht. Aber für alle Fans, ey, ihr seid wirklich super, dass ihr immer noch mitmacht mit allem und durchhält. Aber meistens ist es halt so, dass wenn Fans halt zu viel Positives machen, das Spiel trotzdem immer noch, ja, schlecht sein könnte. Also, wir müssen einfach sehen, dass es halt immer Haters geben wird, immer Negative geben wird. Und, aber zu viel entgegenhalten ist halt auch nicht so gut. Dann merken die Entwickler gar nicht, wie schlecht sie dem Spiel tun. Und das machen die Entwickler. Also eventuell halt eher die positiven Sachen negativer sehen und die negativen Sachen halt ein bisschen positiver, dass es wieder ausgeglichener ist bei euch. Also nicht so negativ ist das Spiel. Und dann wird wahrscheinlich auch, oh ja, da, den können wir holen da drum. Mal kurz probieren. Ne, der geht nicht. Aber manchmal geht's, dass wenn einer oben dran ist, dass es eingesammelt wird. Dass man einfach mal vielleicht für einen Monat einen Negativmonat macht. Einen Monat, wo man einfach sagt, ja, das Spiel ist zu wenig gut, uns reicht es. Oder vielleicht eine Woche. Aber dann merken die Entwickler, oh, sie müssen etwas machen und machen super Updates. Wären ja alle okay, für alle okay, wenn es wieder Mega-Update gibt. Aber dafür müssen die Entwickler halt auch wieder Geld bekommen und so weiter. Und ich sehe immer wieder, dass sehr viele XP-Booster und so ausgeben. Also die Entwickler bekommen genug Geld, denke ich mal. Vielleicht jetzt in der Corona-Krise nicht, aber dass man halt einfach mal schaut, ja, komm, wir gönnen jetzt dem Entwickler mal noch nichts. Und dann dürfte ich den Entwickler wirklich loben für seine Arbeit und so weiter. Das hat schon echt... Jetzt sind wieder keine Spiele da. Ja, genau. Ah, irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich etwas mache, sind Spiele da. Okay, einer ist da. Oh, ein Gestein. Sieht man die auch mal wieder? In den letzten Tagen hatte ich so wenig Glück. Ja, ich hatte ja damals so echt viel Glück vor ungefähr einer Woche, zwei Wochen, dass ich extrem geschwommen bin in Magneten, also so 60, 70 gehabt habe. Und dann den Stab verkauft, die Hellebarde verkauft habe. Und dann hatte ich ja so viel, dass ich, ja, gesagt habe, ich möchte keine Magneten mehr suchen. Es gibt keine Pizza mehr. So doof, ey. Ja, es ist irgendwie unfair manchmal im Spiel. Diesen Ring kann ich eigentlich verkaufen, oder? Also, der gibt Geld, also normales Geld. Könnt ihr mal sagen, bitte, wie viel der Ring so ungefähr verkaufbar ist, wie viel?
Aber ich habe ja schon sehr viel Geld, also eigentlich brauche ich nicht so viel dringend. Nur eben, ich möchte ihn loswerden und nicht einfach Ding. Das sind jetzt aus einer Stunde ungefähr, ja, zwei. Ja. Ich kann es nicht sagen, aber ja, so ein paar Stündchen. Die Ausbeute aus Magnoniten und vier habe ich diesmal bekommen. Stimmt es, dass man doch noch ein bisschen mehr bekommt, wenn man immer wieder online ist, jeden Tag? Also, dass man jetzt zum Beispiel 4 Wochen online war und dann jetzt so einen 3 Magneten, 4 Magneten bekommt in 2 Tagen pro Woche. Weil ich habe jetzt auch 120 Xims bekommen. So viel habe ich, glaube ich, noch nie bekommen. Es kann schon sein, weil ich jetzt wirklich schon seit Januar, glaube ich, jeden Tag online war. Damals war ich ja noch kurz ein bisschen im Urlaub. Also im Urlaub. Habe einfach den PC jetzt nicht so gebraucht. Und war eher am Fußball spielen und jetzt ja, sind jetzt wieder 3 Monate her und ich denke irgendwie, ja, ich bekomme mehr Belohnung. Wäre nämlich schön, also würde mich natürlich auch immer noch motivieren, immer wie weiter motivieren. So 3 von 5. Jetzt haben wir hier gerade gar nichts. Jetzt sind wir wieder runter an den Strand. Jetzt gerade im Moment habe ich das Gefühl, alle sammeln Pilze. Okay, da sind wieder Spieler. Da sind wieder. Ah, da sind neue. Okay, die leben zusammen. Hat gegeneinander, aber am gleichen Ort. Ich finde keine Pilze mehr hier. Also hier hat es, wie gesagt, 20 Pilze nebeneinander immer wieder gehabt. Die sind weg. Also, das machen wahrscheinlich immer wieder Quests. Ist klar, und jetzt momentan ist eine schlechte Zeit. Nur noch diese Harze. Es macht mir so viel Spaß, auch wenn es nur eine blöde Aufgabe ist, sammle Pilze. Es macht mir so viel Spaß. Aus welchem Grunde ist das, wenn man das Spiel jetzt noch mehr liebt? Weil man vielleicht auch ein bisschen freier ist, oder? Irgendwie liebe ich das Spiel immer mehr. Zu viel schon. Ja. Das ist keine, das sind nur Pilze, die so nah am Baum sind, dass man nicht sieht, dass noch blaue sind. Dort aber. Ja. Kann man die jetzt einsammeln, bitte? Sammelt doch die ein! Hallo! Ja, die Spawns. Eine Sache, die einfach, ja, kurios ist in Regnum. Manchmal spawnen Gegner auf dem Baum, manchmal Klippen, manchmal Items, also so Lootings, irgendwo, wo man nicht hinkommt. Und dann gibt es noch einen Ork, ja, der ist nur hinter dem Stein, okay. Aber halbe Gegner hätte ich auch gerne. Die einfach so halb so viel HP haben, weil die Entwickler das nicht richtig einstellen können, dass auf einem Stein keine Dings spawnen können. Gegner und eben Gegenstände. Das wäre eine Arbeit von 2-3 Sekunden im Editor. Wenn man einen guten Editor hat, aber so wie es ausgesehen hat, wo Adrian immer wieder Editor-Screenshots gepostet hat bei Discord. Ist der Editor wahnsinnig leicht? Also einen super Editor haben die. Wow. Nur machen sie nichts draus und das ist halt nicht so gut. Ja. Aber merken mal Entwickler es, wenn sie nur an Geld denken. Sie merken es nicht mehr. Und ich finde keine Pilze mehr. Wo sind die Pilze hin? Wo sind die Pilze hin? Ich brauche sie doch für eine Quest. Ja, Drago sammelt Magic Mushrooms. Der Drago, der hat viel zu viel. Ich weiß nicht. Im Schneegebiet. Pilze wachsen doch im Schnee. Das weiß jedes Kind. So fliegen. Ja, eben, also. Das sind die Fliegenpilze. Magic Mushrooms. Die magischen Pilze.
glaube, das sieht man Farben und fühlt sich wie ein kleines Kind, wenn man die isst. Also man hat sozusagen das Erwachsene dann weg. Sieht schön bunt. Also wer gerne mal wieder ein Kind sein will, esst Magic Mushrooms. Nein, Scherz. Niemals Drogen nehmen, Leute. Haltet euch an euren Körper. Also tut dem Körper Gutes, nehmt keine Drogen. Auch kein Kaffee. Nein, Kaffee ist ja nicht so schlimm. Aber macht halt süchtig. Das ist das Problem. Aber macht zum Beispiel, ja, Tee auch. Aber gut. Gamen macht auch süchtig. Macht am besten, dass es euch gut tut. Und so Regeln, ja, man darf keine Drogen nehmen und so sollten eigentlich nicht sein. Sonst wird auch noch Game verboten. Ja, super. Und jetzt haben wir keine Quest mehr. Wow. Dankeschön, und jetzt schauen wir kurz auf die Uhr. 21 Minuten Video. Ich möchte eigentlich jetzt schon Gargoyles Ding, aber ich hole lieber jetzt noch kurz die Quest. Ah, ja, die Quests, also die Tutorials starten ja in Monsognir. Und hier ist ja nur der eine Typ, der sagt, ja, jetzt ist ein Monsognir Ding. Das ist der beste Job. Einfach allen Leuten sagen, ja, ein Monsognir. Ja, das heißt kein Spiel, oder? Die Events starten nie in Monsognir. Scheinbar schon. Ja, und dann hat man natürlich nicht immer so im Kopf, ja, wo muss man jetzt hin? Und deshalb ist irgendwie Quest machen in Rechnung schwerer, weil man immer wieder auf die Map schauen muss oder hier lesen muss und so. Und das machen nie viele gerne. Also ich merke, wie mir es auch nicht mehr so gut macht, ständig immer auf die Map schauen zu müssen. Aber könnte man hier einfach so einen Klick machen, dann hätte man die Map dort oben. Das reicht völlig aus. Oder hier mal alles verdecken und hier die Map ein bisschen größer machen, um ein- und auszumachen. Aber nicht Hotkeys, da muss man nur auf die Tastatur schauen. Das ist so schwierig für die Gamer. Vor allem im Warzone-Kampf gegen andere Spieler, da darf man keine Zeit verlieren. Und dann gibt es ja Spiele, wo man nur noch mit der linken Maustaste klicken muss. Und das ist dann auch wieder viel zu wenig für mich. Zum Beispiel Total War. Also zum Beispiel Rome Total War, wo ich viel spiele. Oder Medieval 2 Total War, die älteren Total Wars. Da muss man nie etwas klicken, außer mit dem Zeiger auf Truppen oder so und rechtsklicken, damit sie sich bewegen. Und ja, finde ich jetzt wirklich nicht gerade so toll. So, Quest, neue Quest, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir eigentlich nur noch die, okay. Also, 10 Gargoyles töten dann. Das könnten wir noch ein bisschen anfangen, aber jetzt haben wir gerade eine Welle gehabt. Jetzt werden wahrscheinlich nicht mehr so viele sein. Wir gehen wieder zu unserem Versteck, das wahrscheinlich jetzt so bekannt wurde, dass ich dort nichts mehr finde. Also abwarten und Tee trinken. Das ist wieder Camilla-Tee. Goldo. Scherz. Galdo meine ich. Ja. Camilla Dreckenblut. So, ja, Allergie ist heute eigentlich ein bisschen weniger. Gestern Abend hatte ich so viel Allergie, ich konnte kein GTA Online mit dem Kollegen livestreamen. Heute könnte es sein, dass Champions of Regnum kommt. Es könnte sein, also bitte nicht enttäuscht sein, wenn nichts kommt und die Allergie wieder stärker wird. Jetzt um Tage. Aber ja, es juckt mir so im Hals und ja, unter den Augen und.
beim Tränendrüsen, so zwischen der Nase und den Augen, dass ich manchmal einfach gar nicht möchte reden oder ja, ganz reden. Schon hart. Okay, töte 10 infizierte Gargoyles. Sehr gut. Das hätte ich nicht erwartet. Aber so lernt man relativ schnell einfach zu schauen, 10 Gargoyles und nächste Quest wiederholen. Ja, man weiß es noch. Ja, ist leicht. Aber wenn man etwas mehr hat, wie Spiele wieder zu merken und so, oder Gegner zu merken, wo sie sind, das ist schwer. Das ist aber auch gut, dass manche Dinge wirklich schwer sind noch. Wie zum Beispiel richtig skillen, richtige Sachen machen. Also diese Aura, die ich eingesetzt habe, habe ich ja einfach dort gemacht, wo ein paar Mitspieler sind. Wenn ich mehr Mitspieler natürlich im Umkreis habe, dann bekomme ich mehr XP. Und kille die Gegner sozusagen auch, also bekomme XP vom Gegner. Und das ist einfach im Part da nicht so gut rübergekommen scheinbar. Hat einfach Herz nochmals gesagt, das Bestätigen. Jo. Und ich lerne aus Fehlern natürlich, also nicht wundern, wenn ich Fehler mache. Ich bin eben nicht der Vielspieler, also ich bin für euch wahrscheinlich immer noch so ein kleiner Anfänger, der einfach ja immer wieder halt alles lernen muss oder so, weil jetzt nicht so immer geübt ist. Das ist einfach die Übung, die ich jetzt wieder mir zurückholen muss, weil ich spiele so viele andere Spiele, da ist man automatisch schlechter am Spielen. Aber wenn ich dann wieder drin bin, also wenn ich jetzt wirklich auch Fairness sehe, dass die Gegner nicht mehr so überpowered sind und so, dann kann ich automatisch auch besser wieder spielen. Also, ich mache es sogar. Ja, der greift nicht an und ich kann nichts beschwören, weil das Pferd noch, also der Wolf noch Probleme macht. So, jetzt. Ja, und wirklich, nein, bitte nicht, ey. Immer diese Anführer, die aggro sind. Wieso hat eigentlich der Bashi, also wieso haben die Magier eigentlich keinen Geschwindigkeitszauber, außer so einen Buff, der ein bisschen schneller macht, die Zeit? Wieso? Ich muss den auch mitscannen. Das heißt, wieder sehr viele Dinge wegmachen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Feuerverherrlichung genommen, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Weil ja die Beschwörungen jetzt auch nicht so stark sind. Hier sind auch wieder Leute am Level. Und deshalb habe ich jetzt wieder weniger gehabt, weil ich den auch 4 habe. 5 sogar. Ja. Klingt zwar nicht viel, aber also merke ich, der Schaden steigt nicht so gewaltig. Aber ja, ich muss jetzt einfach mal noch eine wirklich gute Level-Skillung haben. Also richtig viel Damage machen können. Und dann wird eigentlich das so schon relativ schnell gehen mit dem Vorwärtskommen und auf Level 60 zu gehen. Und dann auch wirklich schnell zu farmen. Okay, Lootboxen. Nein, ich abhauen. Ich hab hier Gargoyles. Was machst du mit mir, lieber? Leash. Ich finde es schlecht, wenn das mit Leiche übersetzt wird. Weil Leash heißt nicht Leiche. Das heißt Corpse, genau, Corpse. Wieso wird Leash als Leiche übersetzt? Es ist in vielen Spielen so. Ich finde das so doof. Lasst Leash Leash sein. Das ist sowas von doof, wenn man ja immer Leiche sehen muss, anschauen muss, lesen muss. Nein, da habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Probleme mit dem richtigen Ausdruck. Es ist wirklich schwierig momentan. Ich bin so am Denken, ja, muss ich jetzt wirklich 2 MMORPGs bringen, weil Elder Scrolls Online bietet einfach keine Aufrufe für mich. Und ja, Last Epoch geht leider nicht mehr mit dem ja, Hintergrund, dass es ist
Open Broadcaster Software vorne dran, obwohl es eigentlich nicht aufnehmen soll, das Open Broadcaster, nur das Fenster. Es ist völlig verbuggt seit dem neuesten Update 0.7.7. Und deshalb kommt Last Epoch jetzt momentan auch nicht mehr. Dann das nächste Problem liegt zum Beispiel an Stone Shard. Das ist ja jetzt auch längere Zeit nicht mehr gekommen, weil kein Update mehr kommt. Und ich halt einfach auch einen neuen Charakter erstellen möchte, wo ich ja, ein bisschen mehr Chancen habe im Endgame. Ja. Aber ich bin jetzt glücklich, dass so viele Gargus hier sind. Ich bin jetzt gerade in einer guten Zone, wo die Leute noch nicht waren, die richtig stark waren. Ich könnte vielleicht die 1000 Gargus jetzt noch machen, mein Schatz. Ich habe ja noch EXP-Booster, der runtergeht. Ja. Und deshalb möchte ich ja eigentlich nicht die Quest machen, nur kurz zeigen. So, aber wir sind fertig. Das heißt, ja, wir können die Quest abgeben noch. Ah, wir haben schon 31 Minuten. Wow, toll, das geht so schnell durch. So. Also, wir geben die Quest halt jetzt nicht mehr im Part ab. Oder ja. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, also. Deshalb muss ich jetzt das nicht abgeben. Und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zu einem nächsten Part. Wieder in der Warzone, der nächste, denke ich mal. Vielleicht der übernächste. Aber einfach, dass ihr da nochmals das Event gesehen habt. Und ich auch ein bisschen in Ruhe reden konnte. Weil sonst muss ich mich natürlich manchmal auch wieder viel konzentrieren auf die Warzone-Schlachten. Ja. Genau. War eine gute Unterhaltung. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt oder so. Wir sehen uns in einer der nächsten Videos oder so in einem Livestream oder einfach per Schreiben. Tschüss!